spielen, aber ich will es heute mal als Uraufführung loswerden. Ich muss das so einen Takt klopfen, weil ich keinen Stock habe. Nee, brauchst du den? Ja, so. Das ist das Vorspiel. Es ist noch gar nicht lange her, da bauten die in Zünden. Gebäude, die stehen heute noch und heißen Pyramiden. Ein Wunder, wie man heute weiß, verstauben sich die Götter. Was heute entsteht, ist nur noch Scheiß, da lachen alle Spötter. Da wird gebaut auf Fertigstand, ein Megaflop heißt Billy Brandt. Ein Bauwerk für die Ewigkeit vom Pharao Klaus Vorderlei. Der Mann ist clever und mächtig auf Draht. Im Stadtbürgermeister war Aufsichtsrat, geht gerne auf Partys mal hier und mal da und fährt zwischendurch nach Amerika. Nur auf dem Bau lässt er sich nicht sehen. Na, irgendwie wird die Schulter schon gehen. Und wenn irgendwann mal die Seele klemmt, gibt's da anderen, der hat nämlich mächtig gepennt. Zum Beispiel Herr Schwarz, der war der Chef, der kannte den Saustall aus dem FF. Doch jetzt muss er gehen, er nahm seinen Hut, doch keine Bange, den Idiot, der kriegt zum Abschied noch eine Million und freut sich aufs nächste Prestige auf dem Joint. Und Kaisers, da flog so ratterzong eine Kassenfrau schon wegen dem Kassenbon. Doch die in der Leerhausen ist doch ganz klar, weil die für Herrn Kaisers vertrauensvoll war. Die ganze Chance, die ist doch krank, die haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Rennende Kartoffeln und dann wieder raus, so geht Politik von Matthias und Klaus. Wir können bei Rat auf dieser Welt erst denken, dann weg. Be beweist das Gesicht und spart auch noch Geld.